Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen DIY-Video. In diesem Video werden wir batiken. Und zwar T-Shirts im Mickey-Design. Also auf jeden Fall werden wir es probieren. Weil ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe mir einige amerikanische Videos angeschaut und dachte, das musst du mal testen. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und zeige euch in diesem Video zwei Varianten, die ich gesehen habe. Oder teste diese zwei Varianten. Und dann schauen wir mal am Ende, ob es was wird, ob es mir gelingt. Ich habe noch ein drittes T-Shirt, was ich aus meinem Schrank rausgesucht habe in Weiß mit Mickey drauf. Und das werde ich auch einfärben, damit ich wenigstens ein T-Shirt habe, was am Ende irgendwie gut aussieht. Im Batik-Look. Und jetzt sage ich euch erstmal, was ihr alles braucht. Alles, was ihr braucht, sind weiße T-Shirts. Ich habe mir erstmal günstige bei Amazon gekauft für 2,50 Euro oder so. Einfach weiße Damen-T-Shirts, zwei Stück davon, wegen den zwei Varianten. Und dann habe ich bei mir im Kleiderschrank noch gesucht und habe dieses Mickey-Shirt gefunden. Und dachte mir, das braucht mal einen neuen Look und das werde ich auch einfärben. Dann braucht ihr natürlich Batik-Farbe. Ich habe meine bei Amazon bestellt. Die gibt es hier in so kleinen Packungen. Das ist extra fürs Batiken gedacht. Ich habe drei verschiedene Farben gekauft, da ich die T-Shirts auch in verschiedenen Farben einfärben möchte. Das heißt, sie werden nicht alle gleich aussehen, sondern, also nicht alle gleich farbig sein, sondern drei verschiedene Farben. Lila, Pink, Blau. Dann habe ich hier noch diesen von der gleichen Marke, diesen Versiegler gekauft. Damit die Farben dann nach dem Batiken besser halten in den T-Shirts. Dann braucht ihr ganz viele Haushaltsgummis. Ich habe hier noch Paketband. Warum, werde ich euch dann noch zeigen. Und dann habe ich hier so Flaschen. Da fülle ich dann später die Farbe ein, um die Sachen einzufärben. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Wie gesagt, alle Links unten in der Infobox. Und was ihr noch braucht, was ich im Video gesehen habe mit einem dieser YouTube-Videos, ist ein Faden und eine Nadel. Keine Sorge, es ist nicht schwer, irgendwas zu nähen. Ihr müsst nicht wirklich viel nähen können oder ihr müsst einfach nur Stiche reinmachen. Auch gleich, kommen wir auch gleich noch dazu. Und was ihr noch braucht, ist eine Mickey Mouse Form. Ich habe meine einfach bei Google eingegeben, also Mickey Mouse Shape, mir ausgedruckt und ausgeschnitten und das ist die Form, weil ich kann Mickey Mouse nicht freie Hand schön zeichnen. Und ihr braucht nur einen Bleistift. Und das war's. Und achso, Schürze habe ich noch an, falls ich kleckere. Und natürlich Handschuhe, wenn ihr die Sachen einfärbt, dass eure Hände nicht bunt werden und die Farbe vielleicht nicht mehr rausgeht. Ja, und dann fangen wir jetzt mal an mit der ersten Technik. Ich habe auch noch Zeitungspapier ausgelegt fürs Färben, aber wahrscheinlich werde ich das Färben trotzdem über dem Waschbecken machen oder in der Badewanne. Schaue ich mal. So, bei dem ersten T-Shirt, da kommen wir auch zu dem, ihr ein bisschen nähen müsst. Ihr legt das T-Shirt im Prinzip erstmal flach auf eine Unterlage und malt mittig diesen Mickey-Kopf auf das T-Shirt drauf mit einem Bleistift. Muss jetzt nicht super gerade sein, ihr müsst nur den Umriss sehen und damit ihr da gleich dann nähen könnt. Ah, da fehlt noch ein Stück. So. Dann seht ihr hier diesen Mickey-Shape auf dem T-Shirt. Bei der Variante ist Mickey nur vorne auf dem T-Shirt. Hinten ist es nicht drauf, die Mickey-Form. Bei der anderen Variante ist es auf beiden Seiten vorhanden. Jetzt fädelt ihr einen Faden in eine Nadel. Ich nehme jetzt grauen Faden, damit ich es am Ende besser sehe und unterscheiden kann. Dann nehmt ihr den Faden doppelt, damit er auch schön stabil ist. Und lieber länger als kürzer. Jetzt macht ihr hinten einen doppelten Knoten rein. Also einmal und zweimal. Der Knoten muss halt so dick sein, dass wenn ihr das gleich einnäht, sieht man jetzt kaum halt,
dass er dann nicht durch den Stoff geht. So, und jetzt müsst ihr einfach den Umriss nachnähen. Also ihr seht hier, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, seht hier meine Miki. Und da werde ich jetzt einfach drumherum nähen. Ich hoffe, man sieht das. Was auch wichtig ist, dass ihr am Ende, also hinter dem Knoten im Prinzip, noch ein Stück abstehen habt. Warum, das werden wir gleich sehen, wenn ich hier die Miki fertig genäht habe. Also mein Faden hat gerade so gereicht, weil ich noch ein bisschen gezogen habe. Aber wie gesagt, macht ihn lieber länger als zu kurz. Ich habe jetzt die Miki abgenäht. Ich finde, das kann man auch gut mit Kindern machen. So kann man sie vielleicht mal ein bisschen fürs Nähen begeistern. Genau, ist jetzt gar nicht so schwer gewesen. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst erstmal die Nadel daraus machen. Ich habe keine Schere. Moment. So, Nadel weg. Brauchen wir nicht mehr. Was ihr jetzt machen müsst, ist an beiden Enden vorsichtig ziehen, sodass die Miki sich verschrumpelt und ihr oben einen Zipfel bekommt. Wie gesagt, deswegen habe ich den Faden doppelt genommen, dass der stabiler ist. Und jetzt einfach, wie gesagt, an beiden Enden vorsichtig ziehen, dass das wirklich schön stramm ist. Wenn das jetzt abreißt und irgendwo der Faden verloren geht, dann das wäre blöd. Da müsstet ihr nämlich von vorne nähen. So. Soweit sieht es ganz gut aus. Also wirklich gut ziehen. Nicht zu fest. Also es ist leichter gesagt als getan. Wenn ihr merkt, okay, es geht wirklich nicht mehr rein, nach vorsichtigem Ziehen, dann bindet ihr einfach das Stück jetzt hier rum, an den Falten entlang. Gut fest drumherum binden. So. Jetzt muss ich das Ende hier irgendwie... Naja, lassen wir es so. Ich mache ja noch was drüber. So, jetzt nehmt ihr noch ein Stück Paketband und macht das nochmal drum, dass es gut festsitzt. Also, dass er wirklich stramm, was Strammes drum ist. Zieht so fest ihr könnt. Ich hoffe, das wird eine Miki. Oh mein Gott. Ich bin mir auch noch unsicher, ob ich den Part weiß lasse oder auch einfärbe. Das entscheide ich, glaube ich, spontan. Aber erstmal zur Vorbereitung. Wir bereiten erstmal die T-Shirts vor und dann färben wir. So. Ich sehe aber gerade, das Paketband ist ein bisschen zu weit oben. Wichtig ist, deswegen habe ich einen farbigen Faden genommen, dass ihr den Faden da drum herum wickelt, wo ihr den Faden hier unten seht. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, aber da seht ihr den grauen Faden, wo wir den durchgezogen haben. Und da müsst ihr das dann drum herum wickeln. Das ist wichtig, dass ihr auf dieser Linie bleibt mit dem Faden und nicht zu hoch oder zu tief. Sonst kann es sein, dass Miki nicht gelingt. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob Miki wirklich gelingt. Das ist ja eher so ein Experiment. So, jetzt habt ihr den Faden drumherum gewickelt. Jetzt machen wir noch ein Stück Paketband drum. So fest wie geht. Da, wo das graue, da wo
aber das grau ist, mache ich jetzt noch ein Paketband drum und ziehe das wirklich fest. So fest, wie ihr könnt. Ah, so. Nochmal auf der anderen Seite. Und dann hoffentlich entsteht dann eine Mickey aus diesem Zipfel. Wir werden es leider morgen erst sehen, da das über Nacht einfärben muss. So, jetzt haben wir hier einen Doppelknoten, dass sich auch nichts auflöst. Jetzt schneiden wir die Enden ab, die wir nicht brauchen. Das Gute beim Batiken ist, irgendwie ist jedes Teil ein Einzelstück. Und man kann das machen, wie man möchte. Und ja, kann die Farben wählen. Was ich jetzt aus dem Restlichen mache, das soll natürlich auch Batik werden. Ich drehe das jetzt im Prinzip ein und werde das so als Päckchen dann verpacken. Das werdet ihr dann sehen. Also das habe ich auch, ich habe noch nie gebatikt vorher. Das mache ich alles auch zum ersten Mal, direkt in Mickey-Form. Und das habe ich auch in Videos gesehen. Dann dreht man das hier so. Dann entsteht dann hier so ein Päckchen. So. Wichtig ist, dass euer Zipfel oben raus guckt, euer Mickey-Zipfel. Und jetzt müsst ihr das hier so ein bisschen drum wickeln. Also ich höre mich immer so an wie ein Profi. Ich mache das auch zum ersten Mal. Aber beim Batiken kann man auch, finde ich, jetzt nicht so viel falsch machen, außer wenn man irgendeine Form reinmachen will. Ansonsten ist es eigentlich wurscht. So, jetzt machen wir da Gummis drum, damit so verschiedene Schichten entstehen. Also nicht Schichten, sondern so verschiedene Abteile, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. So. Oh. Die Gummis sind aber auch fies. So, Nummer 1. Im Prinzip versuche ich mit den Gummis verschiedene Kästchen zu bilden. Und die werden dann später verschiedene Farben eingefärbt. Das ist mein Plan. Das erste Päckchen ist fertig. Es sieht so aus. Das ist hoffentlich dann der Mickey-Kopf, der dann entsteht. Wahrscheinlich werde ich ihn in einer Farbe einfärben und die anderen, ich habe ja drei Farben, habe ich ja gesagt. Vielleicht mache ich den pink und den Rest mache ich lila-blau. Oder ich mache es lila und den Rest pink-blau. Ich schau mal. Aber ihr seht, es ist ein Päckchen entstanden und die verschiedenen Kästchen werde ich verschiedenen Farben einfärben. Und im Prinzip ist dann die erste Variante schon fertig. Kommen wir zur Variante 2. Zweites T-Shirt. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das T-Shirt in der Hälfte einmal teilt, erstmal glatt streicht. Dann müsst ihr das in der Hälfte einmal teilen. Auch wieder glatt streichen, dass wirklich es exakt übereinander liegt. Weil jetzt machen wir einen halben Mickey auf das T-Shirt und in dem Beispiel ist es dann auf beiden Seiten, hoffentlich, der Mickey. Teilt die aber diesmal in der Hälfte. Und zeichnet nur eine Hälfte auf das T-Shirt. Pulli, was auch immer ihr batiken wollt, das ist ja euch ja frei überlassen. So, nochmal alles abchecken, glatt ziehen und dann malen wir jetzt erstmal den Mickey wieder hier drauf. Ihr müsst die Linien wirklich sehen können bei dieser, also gut, bei beiden Varianten, weil hier müssen wir sehr präzise arbeiten. Ich war auch gespannt, ob es mir gelingt, ich habe es ja nur in Videos gesehen. Jetzt müssen wir an der Linie hier erst zusammenfalten, dass eine Ziehharmonika entsteht. Und dass die Linie immer in der Mitte ist. Ich bin so gespannt. Vielleicht binde ich mich schon mal ein Stück Band, bevor ich das hier mache. Und dann am Ende da sitze und kein Stück habe zum Zusammenbinden. Also, ich versuche euch das gleich zu zeigen, wenn ich ein Stück gefaltet habe. Ihr müsst an dieser grauen Linie jetzt das zusammenfalten. Und dass die Linie immer
in der Mitte ist. Versuche ich das jetzt mal zu zeigen. Seht ihr das? Ihr müsst die Falten, Falten legen auf dieser grauen Linie. Und dass man die graue Linie immer noch weiter sieht, das wird hier an der Ecke, wird es schwer. Aber genau, das ist die zweite Variante. So, jetzt habt ihr hier wieder euren Mickey-Kopf, hoffentlich. Und jetzt müsst ihr das Band da wieder drum ziehen an der Linie entlang. Ich gucke jetzt gerade nochmal, dass die Linie wirklich eine gerade Linie am Ende ergibt, die ihr dann seht. So, jetzt müssen wir da, ich schmeiß mal einen Gummi drum. Das ist einfacher für mich. Jetzt mache ich darüber noch Paketband und ziehe es fest. Und dann hoffen wir, dass daraus auch eine Mickey entsteht. Ich bin sehr gespannt. So, was machen wir jetzt aus dem Rest? Da machen wir was anderes als bei dem anderen. Und zwar legen wir das jetzt wieder so hin. Und da sind ja so Falten drin. Und in dem YouTube-Video bei den Amerikanern sah das faltiger aus. Egal. Auf jeden Fall sollte dann dieses Muster, dieses Kreismuster sich weiter fortführen, wenn man das T-Shirt jetzt hier also so gummiartig zusammenbindet. Ich glaube, das T-Shirt wird nichts. Dann machen wir das so in dem Fall so, dass die ganzen Abschnitte andersfarbig sein werden. So, dann habt ihr hier eine lange Wurst. In dem Fall werdet ihr auch die Abschnitte andersfarbig machen. Und die Mickey auch. Das ist ganz oben ist der Mickey-Kopf, hoffentlich. Und das dritte T-Shirt, was bereits ein Mickey-Design hat, werde ich einfach nur einrollen. So ähnlich wie das vorige Muster. Und auch in Abschnitte teilen. Das ist der Plan. Das heißt, dass wenigstens ein T-Shirt mir gelingt. Genau. So. Dann mache ich jetzt einfach Gummis drum. T-Shirt Nummer 3 auch fertig. Die Bereiche werden dann auch unterschiedlich eingefärbt. Jetzt mischen wir die Batikfarbe an und dann geht es auch schon ans Färben. Was ich bei diesen Batikpackungen ein bisschen blöd finde, ist, dass da keine Milliliter-Angaben drin sind, wie viel da man färbt. Da wird nur geschrieben, man soll einen Eimer, also wenn man nur eine Farbe färbt, man soll den Eimer füllen und den Stoff reinlegen und dann, dass der Stoff mit Wasser bedeckt ist mit der Farbe. Es steht aber nicht drin, wie viel Milliliter jetzt da rein müssen an Wasser mit wie viel Farbe. Für diese Flaschen. Also diese Technik, diese Übernachttechnik, wo man nur einzelne Bereiche färbt, ist drin beschrieben. Aber es steht nicht drin, wie viel Milliliter, mit wie viel Milliliter Wasser man das machen muss. Die Bedienungsanleitung finde ich dennoch sehr hilfreich. Also da werden alle Varianten, die hier drin, also die man machen kann, beschrieben. Was haben wir denn hier? Färben im Kochtopf auf dem Herd, färben mit einem Eimer, gefärbten Stoff fixieren zur Verbesserung der Farb- und Waschechtheit, das machen wir morgen. Und gefärbten Stoff steht separat, also das hier, färben mit Spritz- und Sprühtechnik. So geht's, das ist das, was wir machen werden. Für Tie-Dye-Färbetechnik den Stoff abbinden und knoten, haben wir gemacht. Färbebad anrühren, siehe Anleitung, färben in einem Eimer. Färben in einem Eimer steht: Eimer mit heißem, nicht kochendem Wasser füllen, sodass der Stoff komplett bedeckt sein wird. 70 Gramm Batik Textilfarbe einrühren und auflösen. So, jetzt muss ich dann erstmal gucken, wie viel Wasser in einen Eimer passt, wo der Stoff angeblich bedeckt wäre. Dann weiß ich, wie viel Wasser ich brauche. So, etwas Färbebad, maximal 40 Grad in eine Kreuel-Spritzflasche für größere Blabla. Farbe auf den Stoff spritzen oder sprühen, den gefärbten nassen Stoff in eine Plastiktüte geben, gut verschließen und über Nacht ruhen lassen. Danach entknoten und überflüssigfarben mit Vasenwasser ausfüllen. Das machen wir ja nur morgen. Das heißt, deswegen sehen wir uns dann morgen auch wieder. Aber jetzt färbe ich erstmal die Farbe an und hole mir erstmal einen Eimer. So, ich habe mir jetzt pink angerührt. Dafür habe ich einen Eimer genommen und einen Holzlöffel.
den ich dann aber nicht mehr fürs Essen oder zum Kochen benutzen werde. Das ist ein Bastellöffel. Wichtig ist, wenn ihr irgendwelche Eimer etc. benutzt oder Schüsseln oder sonst was, dass ihr das danach nicht mehr zum Kochen oder Essen benutzt. Genau, also ich habe jetzt Wasser aufgekocht im Wasserkocher hier in den Eimer getan und so schätzungsweise darauf geachtet, dass wenn ich das jetzt theoretisch da reinlegen würde, dass es dann bedeckt wäre mit Farbe. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis es abkühlt. Circa auf 40 Grad steht da, weil diese Plastikflaschen jetzt nicht besonders viel Hitze vertragen. Das mache ich dann, so sieht das hier aus, ist nicht so spannend, sieht man, also hier auf dem Löffel sieht man die Farbe ganz gut. Genau, das mache ich jetzt noch mit den zwei anderen Farben nacheinander. Ich habe leider nicht so viele Eimer. Ich gucke mal, ob ich noch einen finde. Und dann fülle ich das in die Flaschen und dann geht's ans Färben. Da sehen wir uns dann bei der Spüle wieder. So, ich stehe jetzt an meiner Spüle, habe die Flaschen befüllt. Ich habe leider zu wenig Flaschen gehabt, ich habe nur 4 bestellt. Deswegen musste ich leider etwas Farbe wegschütten von dem Lila. Also man hätte von jeder Farbe 2 Flaschen gehabt. Ich habe jetzt von Lila 2 Flaschen gemacht und von den anderen jeweils eine. Also man bekommt sehr viel Farbe raus. Das heißt, wenn ihr batiken wollt, auch mit verschiedenen Farben, macht direkt mehrere Stücke, sonst ist es schade, weil die Farbe kann so nicht lang aufbewahrt werden. Dann habe ich natürlich meine Handschuhe angezogen, ein bisschen Zeitungspapier ausgelegt, die Tüten bereitgelegt, in die die gefärbten Sachen dann kommen über Nacht. Die mache ich jetzt auch schon, die bereite ich auch schon vor, dass ich das dann einfach gleich reinlegen muss. Und genau, jetzt müsst ihr noch ein bisschen, also das darf nicht zu heiß sein, die Farbe, sonst verbrennt ihr euch die Finger beim Färben. Genau. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem Kästchen hier. Da habe ich ja gesagt, da würde ich den Mickey-Kopf, ich mache ihn blau. Ich mache ihn blau und die restlichen Kästchen mache ich rosa-lila. Das ist der Plan. This is the way, wie bei Mandalorian gesagt wird. Die Flasche ist noch etwas heiß. Puh. Ich nehme mal ein Stück Küchenrolle. In meinem Fall ist die Flasche noch sehr heiß. Schlechtes Vorbild, aber ich bin so ungeduldig. Deswegen fange ich jetzt an zu färben. Ich mache das über der Spüle, ganz wichtig mit Handschuhen. Und ja, bei dem Mickey-Kopf wichtig, man muss auch bedenken, dass die Farbe noch weiter verläuft. Das heißt, nicht ganz bis zu dem Strich färben, sondern ein bisschen davor stoppen. Und jetzt einfach drauf los. Muss also ein bisschen Kopf überhalten, sonst, ja, sonst tropft es in das T-Shirt. So, und jetzt habe ich ja gesagt, machen wir weiter mit Lila und Pink im Wechsel. So, das erste Paket ist fertig. Mickey in Blau. Man sieht hier, dass die Farbe so ein bisschen runtergelaufen ist. Deswegen lasse ich den unteren Part direkt darunter weiß. Und dann die Kästchen hier im Wechsel lila-pink. So, das kommt jetzt so wie es ist in die Tüte. Und bleibt dort über Nacht. So, Mickey Nummer 2. Hier mache ich den Kopf pink. Da mir die pinke Farbe also schon zur Hälfte weg ist, mache ich den Kopf pink. Das heißt, ich brauche sonst pink nicht mehr und dann mache ich im Wechsel lila-blau. Von lila habe ich die meiste Farbe jetzt noch da behalten. Also beim nächsten Mal würde ich mir nochmal ein Set Flaschen bestellen, damit ja, mir das nicht mehr passiert, dass ich Farbe wegschütten muss. Ich hoffe, es wird ein nächstes Mal geben. Oder es wird im Desaster enden. Aber falls es wirklich im Desaster endet, werde ich das Video trotzdem hochladen. Vielleicht habt ihr auch sonst Tipps oder seid Batik-Experten und könnt mir dann unten sagen in den Kommentaren, wie es richtig funktioniert. Ich habe ja noch nie gebatikt. Egal Mickey oder normal. Ich habe es noch nie getestet. Ich habe es letztens im Fernsehen gesehen, dass das jetzt so ein Trend ist. Ich habe noch schon einige Kleidung gesehen in den Geschäften im Batik-Look. Deswegen dachte ich, komm, das musst du jetzt mal ausprobieren. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier.
So, T-Shirt Nummer 2 ist auch fertig. Ja, pink, blau, lila, blau, bla bla. So, jetzt wieder in die Plastiktüte. Das war jetzt ein bisschen größere Sauerei. Ich bin ganz froh, dass ich die Handschuhe und die Schürze an habe. Hier topft es noch ein bisschen. Da drücke ich so ein bisschen die Flüssigkeit noch raus. So, und jetzt machen wir das in die Tüte rein. Topft noch ein bisschen. So. Ich glaube, ich ziehe mir gleich einen neuen Handschuh an. Das ist schon sehr sift. So, in die Tüte. Und zur Seite stellen. Also Handschuh wechseln und dann mache ich T-Shirt Nummer 3. Also beim letzten T-Shirt könnt ihr machen, was ihr wollt. Also ich habe jetzt noch die Hälfte blau, die Hälfte pink und lila komplett. Da weiß ich, ich mache es einfach frei nach Schnauze. Ja, und fange jetzt einfach mal an, die Bereiche einzufärben. So, T-Shirt Nummer 3 ist jetzt auch fertig. Kommt auch in die Plastiktüte. Und ja, also wie ihr sehen könnt, habe ich noch viel Farbe über. Ich habe ja auch eben gesagt, ich habe noch was weggeschüttet, weil ich nicht genug Flaschen hatte. Also falls ihr ein Projekt plant mit Batiken und auch verschiedene Farben benutzen wollt, dann habt genug Kleidungsstücke zum Batiken. Könnt ihr auch Pullis und Kleider und weiß ich nicht, was alles einfärben. Und deswegen, also jetzt habe ich halt sehr viel Farbe über. Aber mir reicht es für heute. Jetzt kommt das hier alles rein. Jetzt nehme ich auf das Zeitungspapier. Und jetzt spüle ich die Flaschen direkt aus, damit die sauber sind. Und ja, dann sehen wir uns morgen hier an gleicher Stelle wieder und schauen, ob was aus den T-Shirts geworden ist. Gute Nacht! Guten Morgen, meine Lieben. Gleicher Ort, anderer Tag oder nächster Tag. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt packe ich die Sachen aus, spüle sie mit kaltem Wasser aus und dann werde ich sie noch in dieses Fixier-Zeug legen, damit die Farbe besser hält. Hoffentlich ist es mit Miki was geworden, aber das werden wir jetzt sehen. Okay, ich fange aber mit dem normalen T-Shirt an, was nur so ein Miki-Design vorne drauf hatte. Also das erste habe ich jetzt ausgepackt. Aber eigentlich wollte ich mit den anderen anfangen, aber jetzt ist es halt so. So, jetzt schneide ich die Gummis auf. Vorsichtig, dass ihr nicht in die T-Shirts schneidet. Bin schon sehr gespannt. Wie ein Flitzebogen. Flitzebogen? Heißt das Flitzebogen? Ist auch egal. So. Gummis ab. Fällt mir schon mal sehr gut. So, ich zeige euch das mal jetzt. So sieht das T-Shirt jetzt aus. Hier sieht man noch die Miki. Also ich muss sagen, also ich bin ja, das liebe ich ja jetzt schon. Sieht richtig cool aus. So, jetzt spülen wir das erstmal aus. Wie beim Haarefärben muss das Wasser auch wieder fast klar sein. Ich schmeiße sehr eklig nochmal in die Waschmaschine, nachdem ich dieses Fixiermittel gelegt habe. Aber das Ergebnis ist schon mal sehr gut. Da die Miki aus so einem Plastik ist und nicht irgendwie eingestickt mit Farbe oder mit Fäden, hat sie sich natürlich nicht verfärbt und das ist echt cool. Fällt mir echt richtig gut. So, jetzt kommen wir zu den anderen zwei, zum Moment der Wahrheit. Ist Miki drauf. Oh, ich bin gerade so happy. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Oh, ich könnte gar nicht glauben, wie ich mich gerade freue. Richtig cool. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört. Ich rede mal mehr in die Kamera. Dieses Fixiermittel, das ist jetzt nicht unbedingt, also das braucht ihr nicht unbedingt. Ich werde es dennoch benutzen, damit die Farben halt länger halten. Aber wie gesagt, vielleicht wenn ihr das erste Mal es testet oder so mit der Technik. Gut, bei mir war es jetzt auch das erste Mal und es hat funktioniert. Aber ja, deswegen werde ich das Fixiermittel dann auch gleich benutzen. Aber wie gesagt, das ist nicht zwingend notwendig.
Kommen wir nun zur letzten, zum letzten T-Shirt und hoffentlich zur zweiten Mickey. Hier ist ja noch der Faden im Stoff drin. Den müsst ihr dann erstmal rauswurschteln. Oh, es ist auch eine Mickey! Ein bisschen, also die, was ich gestern gesagt habe, die Farbe ist ein bisschen zerlaufen, weil die ist halt unter diesen Strich gelaufen, aber es ist eine Mickey. Tada! Ich bin so happy, dass es funktioniert hat. Laut Beschreibung muss man jetzt dieses Fixiermittel in einem sauberen Eimer mit warmem Wasser, nicht heißem Wasser, warmem Wasser, einfüllen, sodass die Sachen bedeckt sind. 15 Minuten warten und immer mal wieder umrühren. Und dann werde ich es in die Waschmaschine stecken. Wichtig ist, dass bei der Waschmaschine, dass ihr die Sachen nur alleine wäscht, nicht mit anderen Sachen, weil es kann immer noch wieder Farbe rauskommen. Das wollt ihr nicht, dass andere Sachen verfärben. Genau, so, das ist jetzt der Plan. Also ich werde die Sachen jetzt hier 15 Minuten einweichen, in warmem Wasser, in die Waschmaschine packen und dann zeige ich euch am Ende das getrocknete und gebügelte Ergebnis. Aber ich bin jetzt schon super happy. Yay, es hat funktioniert. Bis gleich. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt ein T-Shirt an. Es ist irgendwie in der Wäsche passiert, dass es sehr lila wurde. Und dass die rosa Farbe sehr verblasst ist. Das heißt, Mickey sieht man jetzt nicht ganz so. Aber ich finde es dennoch sehr schön und fürs erste Mal ist es wirklich sehr gut gelungen. Woran es liegt, dass es so lila ist, also ist bei jedem so gewesen. Hier ist das andere T-Shirt. Ich vermute, dass ich nicht ordentlich ausgewaschen habe vorher. Oder ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Es war wie gesagt das erste Mal für mich. Das ist jetzt das andere T-Shirt, das finde ich eigentlich ganz hübsch so in dem Design. Und ja, hier sieht man halt den Mickey-Kopf. Ja, vielleicht könnt ihr unten kommentieren und wisst, warum das so passiert ist bei der Wäsche. Wie gesagt, vielleicht habe ich es nicht ordentlich ausgewaschen oder der lila Ton, die lila Farbe war zu intensiv für die anderen Töne. Ich weiß es nicht, aber ich bin dennoch sehr zufrieden für mein erstes Mal Batiken. Im Mickey-Design, mein Favorit ist hier die Version mit dem Falten. Ich werde aber dennoch nochmal die Nähversion ausprobieren, weil man sieht zwar Mickey, aber man sieht auch, dass die Farbe so nach außen geht. Und ich denke, das lag daran, dass die Farbe zu sehr nach unten gesickert ist. Das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Ansonsten bin ich mit meinem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Und ja, Ich würde es immer wieder tun und vielleicht beim nächsten Mal wird es besser, wie vielleicht beim Nähen. Je mehr ich nähe, desto besser werde ich. Vielleicht ist es beim Batiken auch so. Wir werden sehen. Kommentiert auch unten, ob euch die T-Shirts gefallen haben, ob ihr es nachmachen werdet. Wenn ihr es nachmacht, bitte verlinkt mich gerne bei Instagram. Schickt mir Bilder, wenn ihr es postet. Also wenn ihr es nachmacht, verlinkt mich gerne oder schreibt mir. Ich bin immer sehr froh, das zu hören, dass ihr das nachmacht und ausprobiert. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.